Auch ohne Magen kann man essen und genießen. Klassische Symptome beim Magenkarzinom sind tatsächlich relativ unspezifisch. Oberbauchschmerzen, Appetitlosigkeit, allgemeine Schwäche. Das sind so die klassischen Symptome letztendlich bei Patienten mit Tumoren im Magen. Und wenn diesbezüglich ein Verdacht besteht, oder sagen wir mal so, die Patienten gehen ja letztendlich zum Hausarzt oder zum niedergelassenen Gastroenterologen mit diesen Beschwerden. Und das Erste, was man macht, ist in der Regel die Endoskopie, also sprich eine Magenspiegelung, bei der dann so eine Auffälligkeit im Magen letztendlich festgestellt werden kann. In der Regel auch punktiert wird, also im Sinne von, dass man eine Probe gewinnt und damit dann eine mögliche Diagnose sichert. Die Behandlung des Magenkarzinoms ist abhängig vom Tumorstadium bzw. letztendlich von der Lokalisation des Tumors. Das kann letztendlich von einer endoskopischen Therapie bei Frühkarzinomen, da kann das anfangen, bis hin zu tatsächlich Komplettentfernungen des Magens. Bei diesen großen Operationen in der Regel auch immer vorgeschaltet mit einer Chemotherapie, die dann auch nach der Operation hinten dran auch nochmal fortgeführt wird. Die Entfernung des Magens komplett oder auch teilweise hat natürlich Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme nach der Operation. Das ist sicherlich eine große Umstellung. Die gewohnten Essmengen sind in dieser Form nicht möglich. Die Patienten müssen eigentlich lernen, 6 bis 8 Mahlzeiten, kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, Zwischenmahlzeiten etc. Das Ganze braucht Zeit. Das ist auch ein zentrales Thema sicherlich in der kurzfristigen und aber auch mittelfristigen postoperativen Zeit. Da unterstützen wir alle mit einer professionellen Ernährungsberatung. Und dann ist natürlich immer abhängig von dem Tumorstadium oder dem Ergebnis letztendlich, dass die Patienten entweder nochmal in eine weitere Therapie gehen oder tatsächlich in eine Nachsorge, die im ersten Jahr, sagen wir mal, alle 3 Monate und dann in größeren Intervallen in den 5 Jahren insgesamt danach stattfindet.